Hallo Freunde, ich bin Flo, willkommen beim Was geht ab Street Check. Ihr wisst ja, der Bundestagswahlkampf ist in vollem Gange und unsere Jungs von Bullshit TV waren auf der Straße unterwegs, um sich das Thema Politiker mal aus einer ganz emotionalen Perspektive zu geben. Vielen Dank, Flo. Ja, du heißt wirklich Flo. Geschichtsunterricht mit Angela Merkel gibt's ja sehr häufig im Bundestag, aber jetzt durfte auch ein Berliner Gymnasium mal in den Genuss kommen und eine Unterrichtsstunde mit Frau Merkel erleben. Und dazu wollen wir jetzt mal die Leute befragen. Auf geht's. Angela Merkel gibt Geschichtsunterricht. Was haltet ihr davon? Ja, ist doch immer ganz witzig eigentlich, also dass die sich so auch um Schüler kümmert und sowas alles. Also das, ich denke mal, das hat natürlich was damit zu tun, dass er wieder gewählt werden will und sowas alles, aber ist doch eigentlich mal ganz, ganz witzige Sache. Da die ja ein 1er Abi hatte, finde ich das eigentlich ganz gut. Ist mir ziemlich egal. Ach du Scheiße, direkt eingepinnt bei der Alter. Warum nicht? Wenn ein bisschen Ahnung hat, ist ja nicht schlecht. Ist ja mittendrin, also warum soll es dann nicht machen? Ich finde halt, die beziehen die Jugendlichen viel mehr in den Wahlkampf ein, damit die auch dann die neue Generation, die wählt. Ich denke mal, die hat bestimmt viel zu erzählen. Die ist ja nicht umsonst Bundeskanzlerin, ne? Ich würde es mir schon gerne reinziehen. Wie stellt ihr euch so eine Geschichtsstunde bei Angela Merkel vor? Ja. Langweilig. Langweilig. Ja, langweilig. Langweilig. Tot langweilig. So was nimmt man nicht ernst, von der nimmt man gar nichts mehr ernst. Allein schon mal das mit diesem Internet ist Neuland für uns alle. Ja, ganz spannend bestimmt. Ehrlich? Ja, Angela Merkel ist ja, weiß ich nicht, die ist nett bestimmt, oder? Ist jetzt bestimmt für die Schüler auf jeden Fall eine Ehre, dass sie von der Bundeskanzlerin da irgendwas zu hören bekommen, ist auf jeden Fall interessant. Die versteht man noch kaum, oder? Im Gegensatz zu manchen anderen Geschichtslehrern finde ich das mal ganz witzig, bei der Angie Unterricht zu haben. Wenn du dir jetzt einen Politiker aussuchen dürftest, der an eure Schule kommt und da Unterricht gibt, welchen würdest du dann nehmen? Wobereit. Wobereit? Ja. Der Größten eventuell. Okay, was könnte der unterrichten? Was könnte der unterrichten? Politik. Irgendwelche von den Piraten oder so. Ich finde, die sind ganz witzig drauf. Schröder, ja. SPD. Schröder, bist du dieser eine da, der so Schulden gemacht hat. Wie heißt der nochmal? Thomas de Maizière eigentlich. Die allen guten Ahnung und sowas. Die könnten da wahrscheinlich was machen. Aber die neuen, ich weiß nicht, ob die alle so viel Ahnung haben. Obama vielleicht, ja? Ich würde sagen, die von der Leyen. Ich weiß ja nicht, wie die mit den Kindern dann wirklich im echten Leben umgeht. Als Familienministerin, glaube ich, ne? Ich will mir gerne ein bisschen was über die Auslandseinsätze und sowas mit anhören. Von wegen NATO und so, Afghanistan, warum wir jetzt alle abhauen. Wie das jetzt weitergeht mit Mali und so. Weil ich vielleicht kann was einiges Gutes lernen von Betrug und wie man Schulden macht. Ja, ja. Das möchtest du lernen. Genau. Angenommen, Angela Merkel käme an eure Schule. Und ihr dürft euch das. Dann schwänze ich. Ich auch. Wenn ihr aber jetzt die Frau Merkel für einen Tag an eurer Schule hättet und ihr dürftet entscheiden, in welchem Fach die unterrichten muss, was würdet ihr dann sagen? Bio. Politik. Sport. Ja, genau, das wäre witzig. Sport. Ja, Sport auf jeden Fall. Sport wäre interessant zu sehen, weil die müsste das ja dann vormachen. Ich würde aktuelle Politik nehmen, weil ich denke, das ist für mich ein bisschen wichtiger zu wissen, als nochmal alles zu wiederholen, was man sowieso schon in der Schule lernt. Ja, dann würde ich, glaube ich, Englisch nehmen, weil ich glaube, ich kann kein Englisch. Sport. Sport, was sagst du? Nee, Deutsch. Sexualkunde, weißt du was? Sport. Völkerball. Ich hätte die so abgeworfen auf Kopf, wenn ich die ganze Zeit Völkerball. Abo! Headshot, Headshot. Und du hast gesagt Sexualkunde? Ja, ja. Das ist eine geile Milf, Alter. Wie glaubst du, wird Frau Merkel so eine Sportstunde gestalten? Ich weiß nicht, Aerobic oder so? Aerobic? Ja. Aerobic mit Frau Merkel. Wäre bestimmt nicht schlecht, ne? Du möchtest sie schon mal gerne ein bisschen in Sportklamotten sehen, oder? Ah. War das dein Hintergedanke? Oder? Nee, ich dachte jetzt eigentlich eher, dass sie Lehrer ist. Ach so. Ja, aber der Lehrer muss ja auch ein bisschen aktiv sein, oder? Ah, dann nehme ich auch Deutsch. Ja, liebe Politiker, da habt ihr es. Wenn ihr im Wahlkampf punkten wollt, dann gebt doch mal eine Stunde Sportunterricht an einer Schule. Und jetzt sind wir wieder gespannt auf eure Kommentare, denn wir wollen wissen, welchen Politiker hättet ihr gerne mal an eurer Schule und welches Fach sollte er unterrichten? Ja, schreibt fleißig in die Kommentare. Wir sind gespannt und ich gebe zurück zu Flo. Danke Siebes, geiler Job. Wie Siebes schon sagte, eure Meinung jetzt ab in unsere Comments. So Freunde, wenn ihr jetzt noch Bock auf unsere Videos habt, da findet ihr wie immer mehr auf dieser Seite. Wenn ihr Bock auf mehr Kram von den Bullshit-TV-Jungs habt, die findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr schon mal da unten seid, könnt ihr uns auch gerne einen Daumen hoch geben, unseren Channel abonnieren, wenn ihr darauf Bock habt. Den ganzen Nerdstuff findet ihr bei Texcalibur und für Fragen und Feedback nutzt fleißig die Kommentare oder unsere Facebook-Seite. Ich bin raus. Macht's gut.